Hallo, lieben Gruß aus Wien. Wie organisieren wir die Online-Jugendarbeit in Zeiten der Corona-Krise im Verein Wiener Jugendzentren? Also ganz grundsätzlich ist es so, dass wir da auf viele Jahre Erfahrung in der Online-Jugendarbeit aufbauen können und Guidelines, Strukturen, Rahmenbedingungen haben, wo man jetzt unmittelbar und direkt anknüpfen kann. Die Kolleginnen arbeiten im Moment ausschließlich im Homeoffice, haben sich Organisationsequipment wie Smartphones, Tablets, Laptops, zum Teil auch Spielkonsolen mit nach Hause genommen, um auch weiterhin gut mit den Jugendlichen arbeiten zu können, für die Jugendlichen zur Verfügung zu stehen. Große Herausforderungen sind natürlich die Innerorganisationsaustauscharbeit, Netzwerkarbeit. Wie schaffen wir das? Wir haben einen Discord-Server eingerichtet, wo sich die Kolleginnen treffen können, wo es Projekträume gibt, wo man sich zu verschiedenen Themen austauschen kann. Wir versuchen aber natürlich auch im engen Verbund in den Teams, mit den Leitungen und auch auf Führungsebene uns auszutauschen und da sehr in engmaschig einfach gut die Kolleginnen unterstützen zu können in der täglichen Arbeit. Wir arbeiten aber auch sehr vernetzt im Verbund mit allen relevanten Institutionen und Organisationen in der Stadt, in den Bezirken, im Gemeinwesen, natürlich auch alles online. Dazu gibt es verschiedene Netzwerktreffen, wo es zum einen darum geht, wie kann man Jugendliche möglichst unterstützen, was sind die Herausforderungen und Fragestellungen der Jugendlichen, wer kann da was anbieten. Zum anderen geht es aber natürlich im Speziellen auch darum, die Online-Arbeit weiterzuentwickeln und sich da auch mit anderen auszutauschen. Also im Moment Homeoffice, Online-Arbeit, und da ist es natürlich eine gute, also schon hilfreich, dass wir Guidelines haben, aber es ist trotzdem eine große Herausforderung, hier die Arbeit gut zu strukturieren, auch zwischen Privat und Beruf zu unterscheiden. Also deswegen auch diesen engmaschigen Austausch in der Organisation. Gutes Gelingen, liebe Grüße aus Wien.